Und danach gehen sie in eine Bar und trinken einen Liter Bier. So, ich hoffe, heute klappt das ja auch mit den Drehsprungs. Das war ja letztes Mal echt eine dreiste Nummer. Ja, war richtig dreist. Wir haben jetzt rausgefunden, wie das hier funktioniert mit denen. Die, die nämlich keine Knochen thrown, die kommen auch nicht runtergejumpt. Das hat uns nämlich der Handyproll verraten. Das ist nämlich der ausgetüftelste Fuchs, den wir hier kennen. Jetzt ist voll der Knower hier. Der weiß alles. Ja, den kannst du auch mal asken, wenn du mal eine Question hast. Has it. For the crazy question here. Naturell, alles klar. So, jetzt, klapp. Ja. Oh! Ach, die haben dich doch das letzte Mal. Die sind doch ganz gefährlich. Die sehen schon so aus, als wenn sie dir die Eingeweide einhängig ausreißen wollen. Das ist jetzt doof. Na, mit Drehsprung geht ja nicht. Nee, die sehen schon so aus, als wären sie auf Krawall gebürstet, die kleinen Schlawiner. Ja, genau so. Das ist so richtig ja, kleine Schlawiner. Der eine ist jetzt verschwunden, der macht uns gleich bestimmt einen Jumpscare. Vorsicht, das kennen wir. Ja, ich weiß, was da passieren kann. Ey, ich habe vorhin mal so Texte aus der Grundschule ausgegraben, wo wir so Schülerzeitungen geschrieben haben und Geschichten geschrieben haben und so einen Scheiß, ne? Mhm. Ey, du glaubst gar nicht, was da teilweise rumkam bei. Was kam da rum? Naja, ich habe zum Beispiel meine Piratengeschichte geschrieben, die dann damit geendet hat, dass ich nach Russland gegangen bin, weil ich ganz viel Bier trinken wollte. Also muss ich ja schon sagen, ich wusste ja damals schon, was ich will, ne? Vergangenheitstrue wusste auch schon, was Phase ist. Vergangenheitstrue ist cool, ja. Ich dachte mir gerade, wie schwul soll das hier gerade werden? Halal! Das dachte sich die Säge auch gerade. Ist auch Sprenggürtelpflicht, Chris. Ganz schlimm. Was ist er denn hier jetzt? Na ja, da unten. Mach Butter bei die Fische hier, Kumpel. Was willst du denn eigentlich? Sport! Die Schäden sind ziemlich entsetzt. Sport! Wer hat denn das hier designt? Das war bestimmt der Weihnachtsklaus. Da oben war was. Der Weihnachtsklaus? Das hier ist nur ein Bug, okay. Der Weihnachtsklaus kommt doch erst im September. Das petze ich dem Weihnachtsklaus. Das ist ja schon September, scheiße. Das petze ich dem Weihnachtsklaus. Dann kommt der Weihnachtsklaus eben erst im Oktober. Also Spekulatius gibt's ja bei uns schon zu kaufen. Also eigentlich hast bei du recht. Bei uns gibt's ab August dieses Weihnachtszeug zu kaufen. Das ist so übertrieben einfach nur. Bei uns immer erst im September, aber was heißt immer erst? Guck mal, das ist das Ziel! Weihnachtsklaus, wir haben's geschafft! Jetzt habe ich meinen Kopf genommen und ihn zusammengerafft! Wickelmaus! Wunderklaus. Der Wunderklaus ist übrigens der Bruder vom Weihnachtsklaus. Oh ja! Kinder! Was sagen wir denn dazu? Weg der Spiel! Wisst ihr, was mich am meisten ankotzt? Weihnachtsserien im Sommer. Weihnachtsmann und Kugel könnte von mir das ganze Jahr senden. Ja, das ist klar, die Serie ist klasse. Nee, aber. Es fehlt eigentlich nur noch, dass sie diesen Baldo-Bären da rauskürzen und dafür so einen schwarzen Bären namens Bruce mit reinnehmen. Ich bin noch nicht auf der Höhe heute. Wir haben schon lange kein Game Over mehr, ne? Wenn du mit lang seit letzten Part meinst, ja. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Level da oben schaffen. Ich mache hier mal einen Safe Start. Kannst du nicht einfach nochmal in den Switch Palace gehen? Nee, der ist kaputt gedrückt, Chris. Kann man die nicht nochmal spielen? Nein. Du kannst ja auch nicht dich auf einen Cheeseburger draufsetzen und danach sagen, das ist der Doppel-Triple-Decker-Chef-Burger. Ja! Na, ihr zwei? Ihr kommt doch bestimmt aus Afrika. Trickshot. Ist das nicht das Level mit Laufbahn, Yoshi? Ja, das war doch hier, da wo du dann so... Nee. Hab ich wieder getrickst hier, wa? Mhm. Also, ich habe mir mal unsere Parts so ein bisschen angeschaut und dann muss man sich wirklich denken, für diejenigen, die uns nicht kennen, die müssen sich doch denken, wir sind... Entweder so kleine Wohnzimmerrassisten oder... Geistig zurückgeblieben, oder beides? Mhm. Aber ich kann euch beruhigen, es ist beides. Njöp, njöp. Los, Yoshi! Njöp. Sport! Wuhu! Was ist das denn hier? Das ist auch so ein kleiner Ture. Was da jetzt gerade abging, kann ich dir auch nicht sagen, aber es sah aus wie eine große Soße mit Senf. Vorsicht, die sind auf Krawall gebürstet. So, wofür brauchen wir jetzt eigentlich Yoshi?
Die sind auf Bürstkrawall. Jemals jemand Safe starte. Ich habe nämlich eine Idee. Ach, verflixt. Vielleicht ist da oben nämlich was. Aber ist, nee, scheint nicht so. Nein! Nein! Abgelehnt! Was ist dafür hier? Brauchen wir Yoshi. Das ist ja schwul. Krieg ich das auch so hin? Nee. Ja, dann kann ich gleich mal raus wieder. Chris, du bist dran. Komm, jetzt geh ich nochmal Game Over. Immer wenn du hm sagst, hab ich das Gefühl, dass vor mir dieser Typ sitzt, der seinen Fuß so als Kinnhalter benutzt, weißt du? Ja, dabei genau so. Das. Und mit dem anderen Fuß eine Teetasse in der Hand hat. Mhm. Ich habe ja neulich diesen Digimon-Film, den es damals gab, nochmal angeschaut. Ach, den gab's damals und den gibt's jetzt immer noch? Was? Ich bin so früher gesprungen! Na, keine Ahnung, diesen ersten Digimon-Film, den es damals gab. Den hatte ich ja auf Videokassette. Also für diejenigen von euch, die das jetzt nicht mehr kennen. Videokassette. Das sind diese großen, rechteckigen, schwarzen Teile. Chris meint eine VHS-Kassette. Da kommen manche bestimmt auch nicht drauf klar. Whee! Es ist wirklich faszinierend, wie viele heute keine VHS-Kassette mehr kennen. Alter, kennst du dieses Kids React von den Fine Bros? Ja. Habe ich mit diesem ganz alten Gameboy gesehen. Hä? Was war das gerade? Das weiß ich nicht, da ist glaube ich gerade irgendwas gestorben. Chris? Was? Irgendwas stirbt hier gerade. Ja. Ja, der Afrikaner ist wütend, guck mal. Spackt das bei dir auch gerade so rum? Ah. Aber woran liegt das? Das wissen wir nicht. Ist deine Aufnahmeeinstellung etwa auf 30 FPS, Chris? Nö. Bist du dir sicher? Ja. Dann ist gut. Vorsicht, hier bist du. Du weißt, dass der Emulator mit so einem Kack nicht kompatibel ist. Ja, hier hast du Yoshi verloren. Du hast jetzt auch Menno. Wolltest du Game Over? Nee, ist schon in Ordnung. Dir ist bewusst, dass wir dann noch diverse Level nochmal spielen müssen. Wo verschwinden die eigentlich immer hin? Ich gehe nicht in die Lava. Nee. Da fliege ich lieber in der Luft. Oh Mann. Schrecklich. Wie ist das, wenn ich jetzt hier mit Yoshi stehe? Ach so. Wer programmiert denn solche Fließbänder, wenn die am Ende sowieso so aussehen? Und vor allem, dass man da nicht runterfällt. Nee, die sind kindersicher. Nimm mal die Schildkröte, versucht die Dinger mit Feuer kaputt zu machen, die jetzt da runterkommen. Ich springe so. Rüber. Und dann setze ich mich auf Yoshi wieder drauf. Das war übrigens von Anfang an Teil des Plans, das hat halt bloß nie geklappt. So, Yoshi, du bist jetzt schon mal da, wo wir dich haben wollen. In meinem Arsch. Du musst, glaube ich, das Teil mitnehmen und da vorne irgendwo rausschmeißen wieder, rechts. Wie jetzt? Du musst jetzt mal erstmal die Lage checken. So, Christoph, wie ist die Lage? Die Lage ist krachten. Links, glaube ich. Lass es. Ach, nee, da kommt der. Ich weiß schon wie. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Ach so, ein bisschen tricksen. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der Trick mit dem Tonnenfick. Jetzt pass auf. So, jetzt aber. Ja. Läuft. Was verlangt denn der da bitte von uns? Sport. Die denkt sich auch gerade, ja. Wie soll denn das funktionieren? Mit einer Menge Sport. Warte, ich kann es mir vorstellen. Funktioniert das? Mach ja aber gerade eine Menge Dampf. Den Spruch habe ich auch gerade bringen wollen. Habe ich auch. Das ist ja mein Schlawiner. Schnutze. Schnutze, Bruce. Nee. Bruce redet wann und wie viel er will. Und seine Frau, die Ilsebill, die hat einen dicken Knill. Was ist ein Knill? So, liebe Kinder, heute erkläre ich euch, was ein Knill ist. Das ist ein Knill, bloß ohne den Pflanzentyp. Ja, richtig. Das habe ich gewusst. Jetzt haben wir voll viel erreicht. Jetzt ja. Darfst du noch zwei Level spielen, ohne dass irgendwas passieren darf. Ja, okay. Das state ich mich mal durch, ne? Wir gehen jetzt in die Vereinigten Staaten aus Bruce America. Das ist ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen.
Um Mückensackhaaresbreite wäre hier fast der Sturm. Mhm. Aber dann kam die Feuernation und alles änderte sich. Muss mir mal Legend of Korra anschauen, das soll ganz gut sein. Ja, ich habe das damals ein bisschen im Fernsehen angeschaut, ich fand es jetzt nicht so prickelnd. Chris, du findest alles, was Neues, nicht so prickelnd. Nö, ich kannte einfach nur... Ups, jetzt habe ich meinen Popschutz abgemacht, scheiße. Reinkommen? Nee, kann mit dem, sagen wir mal, Vorgänger in Anführungsstrichen nicht mithalten. Nicht im geringsten. Da hat ja einer Popel an die Decke geklebt. Sag mal, dann kommt denn der Mario darauf? Hat schon wieder jemand den Mario da oben hochgespuckt? Nein. Wie kommt das ganze Kaugummi unter die Tische? Das war die Isabel. Wenn du irgendwo mal in der Gastronomie einen Job hattest, dann wirst du dich das jeden Tag fragen. Das ist auch eine Sache, die ich nie verstehen werde. Warum zum Teufel klebt man seine Kaugummis unter den Tisch? Ja, warum stirbst du da schon wieder? Du bist da das erste Mal auch gestorben. Nee, das war viel früher letztes Mal. Nein, hier. Ja, das ist aber auch gar nicht einfach. Guck mal, du gehst jetzt hier runter. Und wenn du dann da hoch willst, jetzt hier, indem du so weitergehst, dann... Geht nicht. Nee, deswegen habe ich es ja auch gerade gemacht. Der Bruce... Der ich guck zeigt jetzt erstmal, was da unten los ist. Ja. Der Bruce zeigt dir eben, wie eine echte Lady geht. Das ist der Wahrheit. Bruce, das heißt die Wahrheit. Die, der Wahrheit? Danach müsstest du eigentlich die Werbung so verpumpen, dass du einfach nur noch diesen Bruce siehst, wie er einem zeigt, wie man läuft, und dann hörst du nur noch Schreie, wie diese Frau stirbt. Wie sie verprügelt. Der Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Bruce. Das ist schon echt der Schlawiner. Nee, Bruce macht so viel Wahrheit, wie er will. Mhm. Ob du willst und nicht. Da wird sich ja nichts dran schütteln und rütteln und... Oh, ja. Das ist ja ein echter Scheiß hier. Jetzt hast du blau und schlau gelöst. Warum spielst du das eigentlich nicht? Weil ich tot bin? Weil du dich ja wieder Game Over gehen lassen hast und ich dann das letzte Leben hab. Stimmt, da war was. Ja, da war was. Das solltest du jetzt doch langsam mal kennen, also bitte. So, ich werde jetzt was ausprobieren. Ist das Secret Exit? Ja. Scheiße. Unser Wahlspruch, da unten ist doch was. Ich bin so gut, ich liebe mich. Du selbstverliebtes Arschloch. Ja, toll. Diese alle ganzen Secret Exits hier sind total unnötig. Ja, aber ich hab sie wenigstens alle gefunden. Ich hab's verstanden, jetzt ist mir alles klar. Ich verstehe nicht, wo das hinführen soll. Nach Amerika. Aber die Frage ist, was sagt Amerika dazu? Das interessiert mich doch nicht. Ich heiße Americo, natürlich gefällt er mir. Ich habe dir doch diesen Anzug genäht. Wo kam das nochmal her? Scrubs. Na genau. Wo Jay diesen Anzug für Turks Hochzeit wollte. Ach ja, ich erinnere mich. Oh Mann. Hier war das letztes Mal. Und für all diejenigen, die jetzt schon wieder überlegen, ob sie einen Self-States-Kommentar schreiben, spielt das Spiel selber, nehmt es auf und zeigt es uns. Und zwar mit ohne Self-States und mit ohne Nüssen. Mhm. Mit oder mit ohne Nüssen. Ich habe mich ja jetzt schon wieder tot gesehen. Nicht nur du. Ja, es tut mir sehr leid, aber ich habe keine Lust, den ganzen Dreck hier nochmal nachzuspielen. Weil ich ganz genau weiß, dass Chris sich dann wieder Game Over gehen lässt und sagt, True, mach, mach. Das ist eine altbewährte Sache, das kannst du nicht einfach mal so sagen, schau, schnipp, oh, nö, jetzt machen wir das nicht mehr. Ich sag's doch, Schnipperli, sag ich dir. Ja, das ist ein Schnipperli. Da juckt's mich doch am Zipperli. Alter, leck mich doch am Zwickerli. Das mach ich sicher Nickerli. Oh, ich seh dich dauernd tot aus irgendeinem Grund. Spot. Nee, also hier in der Umgebung hier macht Turu übrigens gerne sein Nachmittagsröntchen. Spot. Turu ist einer von den Jungs, die überhaupt keine Ahnung haben, wie gefährlich die Welt ist, und dann über eine Baustelle und so gehen, weißt du, und lachen und spielen. Danke, danke. Ich habe mir es genau so gerade vorgestellt. Weißt du? Und das passiert einfach nie was. Es passiert nie was. Und die Leute, die ihm hinterherren, kriegen dauernd aufs Maul. Richtig, dem einen trifft die Abrissbirne, Turu geht einfach durch und bohrt sich dabei in der Nase. Ja. Sport! Wo andere sich einen Kreuzbandriss holen, Lachture. Kreuzbandriss! Ja, toll! Und Mola holt da noch 20 Sterne mehr. Oh, schau mal, wie wir da wieder haben, das Killerhörnchen.
Ich frag dir mal, ob er mit mir über Gott, unseren Herrn und Erlöser reden. Squirrels and Panzer. Haben die auch so ein tolles Einmarschlied? Mhm. Ja, das sind wie die Girls, die mit den Panzers rumfahren. Aha. Da steht die dritte Panzerkompanie. Von Eichhörnchen. Mhm. Was ist mit der zweiten Panzerkompanie passiert? Ja, die sind im Urlaub. Ja! 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 Und es geschafft! Wir haben es verstanden! Jetzt ist uns alles klar! Ich hab gewonnen! Prima! 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 Dart war scheiße. Phoebe? Wer ist Phoebe? Egal, erst beim nächsten Mal. Tschüss! Was, beim nächsten Mal? Ja. Warum? Weil wir schon über 15 Minuten drüber sind und schon länger. Na super. Was? Ja. Ja. Genau das. Ja.